Hey, hey, GameKit hier. Willkommen zurück. Ja. Auf geht's in den Tempel, würde ich sagen, ne? So. Und da haben wir auch gleich einen Eintrag. Zuerst machst du dir aber bitte erstmal ein bisschen Licht. Das geht so ja nicht. Hier. So, es ist mir gelungen, in den Schläfertempel zu gelangen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was mich erwartet, aber ich werde es herausfinden. Ja, das wirst du, mein guter Hupala. Das wirst du. Genau, also es ist verdammt finster hier drin und ich muss mir noch überlegen. Also ich meine, weißt du ja, jedes Mal, wenn wir eine Aufnahme machen, normalerweise, ne, dann ist die Fackel hier gleich und ich bearbeite das alles im Post. Aber ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich dabei unbedingt Licht die ganze Zeit anhabe, weil ich komme halt auch eigentlich so relativ gut hier zurecht. Aber wir müssen mal gucken, weil das ist halt wirklich ein Problem, dass das ja irgendwie nur, ich weiß gar nicht, 5 Minuten maximal an ist. Und das ist mir einfach zu wenig. Genau, kommt schon das Begrüßungskomitee. So, und da hinten sieht man auch, naja gut, man sieht doch hier sowieso nichts. Aber da hinten ist noch jemand Besonderes. Der hängt da so halb in der Luft. Also der schwebt. Das ist so ein Skelettmagier. Nein, 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 nein. Och, komm schon. Der Skelettmagier, der kann weitere Skelette beschwören. Deswegen sollte man ihm nicht unbedingt zu nahe kommen. Also er kann auch mehr als das. Also er hat nicht nur das eine, aber es kann sogar sein, dass er vielleicht dann eine Rune oder sowas dabei hat. Man weiß es nicht. Zumal. Was ist denn das mit euch? Ist ja furchtbar. Heil dich mal. Also, das muss ich halt wirklich sagen, der Heilzauber ist halt wirklich echt gut. Weil ohne den, das Tränke trinken dauert mir halt immer zu lange. Genau, so wenn die beiden Kollegen hier weiterhin festhängen, was ein bisschen so aussieht, dann würde ich tatsächlich sagen, gehen wir direkt zu dem Magier. Natürlich! Ihr macht euch immer dann frei, wenn... Aber nee, nicht beide. Nur der eine hat es geschafft. Ja. Mein Schwert hat ein bisschen mehr Reichweite als deine. So, gucken wir mal. Hat er was dabei oder nicht? Rustiges Schwert ist ja schon mal toll. Nö, hat er nicht. Hier sehen wir schon mal einen Hinweis. Der ist wichtig, tatsächlich. Also rot, gelb, violett. Sollte man sich dann tatsächlich merken. Ich weiß, das ist billig, die jetzt hier anzugreifen, aber na, dann haben wir später umso schneller freien Durchgang. Und na, ich sag mal, so ein bisschen fair ist es ja, weil wir sind hier so schwach wie nie zuvor. Na, natürlich kommt man jetzt auch als Fleischpanzer durch, ne, und könnte sich jetzt hier schon sonst was also da durchgehen weiter, ohne hier irgendwie alles zu richten, sage ich mal. Aber wir versuchen trotzdem den regulärsten Weg. Ah! Wieso blickst du? Seit wann bist du denn? Hä? Seit wann? Du musst. Das da hält. Das müsste doch zu sein hier. Ach so, dann hast du es. Oh, naja, gut, okay. Ich frag nicht weiter, ich frag nicht weiter. Ich frag nicht weiter. Oh mein Gott, ich sterbe bestimmt schon wieder. Hör auf! Okay, seit wann? Wieso läuft der hier frei rum? Normalerweise läuft der nicht frei rum. Also ja, schon, aber eben hinter dem Gitter, was wir jetzt gleich nochmal aufmachen. Okay. Ist mir noch nie passiert. Hm. Na gut, aber hey, spannende Sachen passieren ja jedes Mal, ne? So, dann können wir uns Licht auch tatsächlich. Es ist ja schon wieder
soweit. So, genau. Und was sollten wir uns merken? Genau, rot, gelb, violett. Es hat mich immer gewundert, tut es auch irgendwie immer noch ein bisschen, warum das rot, gelb, violett ist. Weil, ich weiß nicht, ich habe irgendwie erwartet, dass es eher rot, blau, violett ist. Also quasi die Farben der drei Götter. Ich meine, gut, das ist jetzt hier kein Tempel der Götter, ne? Aber die Wahl gelb hat mich immer gewundert irgendwie. Das kommt einem so, oder kommt mir so random vor. Aber naja, warum auch nicht? Gelb, ne? Wäre jetzt nicht. Ich hätte dann grün genommen irgendwie, weil das Gelb sieht man ja da schön, hebt sich nicht besonders gut ab von den, was auch immer, Boden, Wänden. Das ist halt alles irgendwie so erdig. Genau. Ja, man hat es vielleicht schon ab und zu so ein bisschen im Hintergrund zwischen gehört. Es gibt hier also auch Minecrawler. Und das ist, eure rostigen Schwerter könnt ihr behalten. Ist, logisch natürlich, aber für mich früher war das irgendwie mal total verwirrend. Weil ich dachte irgendwie so, hä, die sind doch aber jetzt ausgestorben, oder nicht? Weil so war halt mein Denken. Also ich meine, es ist ja irgendwie so, wo ist der denn hin? Normalerweise ist hier noch ein Minecrawler, hallo? Sind die jetzt auch weg? Oder haben sie die weggemacht? Aber warum? Das war doch cool. Naja. Gut. Dann, da! Okay, da ist er. Der Tempel-Minecrawler. Genau, also mich hat es halt, immer sehr verwirrt, weil in meiner Welt, war es halt irgendwie so, eigentlich sollten die ja jetzt ausgestorben sein, weil ich meine, die Kolonie ist ja irgendwie ein begrenzter Ort, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass da von x Orten irgendwie neue Dings das kommen könnten. Und für mich war es halt, also jetzt ist tatsächlich, nee, Heilung wollte ich nicht, wollte eigentlich, genau, Licht. Licht, bitte. Danke. Und ich dachte halt, okay, in der alten Mine, ne, da habe ich ja auf jeden Fall schon mal die Königin getötet. Das heißt, das sind jetzt sowieso die letzten, ne, so wahrscheinlich, ne, wobei gut, kann dann sein, dass sie eine neue Königin machen und so. Wer weiß das schon? Aber das war halt irgendwie erstmal mein Denken. Und dann, ich meine, in der freien Mine gab es ja halt irgendwie auch nur eine Untergruppe und auch gar keine Dingens. Hi! Gar keine Königin oder irgendwie so. Von daher war sowieso für mich immer die Frage, wo kommen die denn dann überhaupt her? Achso, wir können übrigens mal das Schwert uns angucken, ob das irgendwie was Nices ist oder nicht. Wachestahl? Nee, das war... Achso, nee, ist genau das gleiche wie das, was wir gerade haben. Naja, sah ja auch genauso aus. Aber man weiß ja nie, nicht wahr? Ich meine, so ein paar Untote töten haben wir ja auch dabei. Aber ich würde das ungern... Oh, hallo! ungern halt benutzen, wenn wir das nicht dringend müssen. Weil die halt begrenzt sind bis jetzt. Und eine Rune erschaffen können wir bisher noch nicht. Ne, was jetzt noch nichts heißen muss, es kann durchaus sein, dass es später soweit ist. Und ich glaube, spätestens mit Uriziels, da fängt er nämlich schon an. Der elendige Penner. Na komm schon, mach ihm Platz, sonst hast du ein Problem. Hast du ja ohnehin schon. Der macht halt auch, ne, nicht immer nur einen, sondern halt auch gleich mehrere. Und es geht dann relativ ruckzuck und dann hat man ein Problem. Ja gut, die schnellsten sind es jetzt nicht. Ich würde mal versuchen, mich ruckzuck zu heilen. Hehehe. Kommt ihr beide nicht hoch? Ah!
Also, ich meine, einmal aufgestiegen sind wir schon mal. Das ist natürlich sehr beglückend. Aber ich fürchte, wir werden nicht oft genug aufsteigen, damit wir tatsächlich in der Lage sind, Zweihandmeister noch zu werden. Das wird nichts mehr. Ich glaube, wir werden mit Mühe und Not noch den 6. Kreis erreichen. Sofern unser lieber Xardas uns, ne, das auch mal bitte beibringen möchte. Man weiß es nicht. Von daher einfach mal gucken, wie es so wird. Ich würde auch so gerne einfach Geschwindigkeitstränke ohne Ende haben, weil das ist hier ein ziemliches Umgelatsche. Wäre nett, aber so viele Tränke habe ich davon nicht gesehen. Und naja, wie gesagt, Alchemie lernen ist jetzt nicht mehr drin. Achso, und wir brauchen schon wieder Licht. Licht, bitte! Dann muss ich aber auch noch schauen, wie ich das mache, weil ich weiß, du siehst das wahrscheinlich jetzt ohnehin ganz normal, ne, weil ich bearbeite das ja immer in Post. Aber es ist natürlich schon hilfreicher, wenn halt das Licht da ist, als generell alles ein bisschen schöner ausleuchtet. Aber eventuell werde ich das nicht immer wieder anmachen, weil das ist halt schon irgendwie ein bisschen nervig. Weil es halt nur so kurz hält. Ich meine, gut, jetzt hier in solchen größeren Hallen, da geht es einigermaßen. Da ist ja irgendwie auch ein bisschen Licht da. Und das hätte ich auch gerne, bitte. Dankeschön, Dankeschön. Das ganze Bluterz ist doch einfach eine Tragödie, ganz ehrlich. Also, ich meine, das hier ist ja noch keine finale Version. Das muss man ja auch irgendwie immer dazu sagen. Guten Tag! Und aua, 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 aua. Also, ne, es gibt ja immer noch einiges, was hier auch geändert wird, bestimmt und so, aber so im Großen und Ganzen muss ich halt tatsächlich feststellen, dass mir einiges nicht gefällt. Also, vor allem halt, also ich finde es super, neue Skills irgendwie dazu zu bringen. Das ist toll, aber schade ist es dann, wenn man dafür bestraft wird, sage ich jetzt mal, die Sachen ausprobieren zu wollen, was wir ja getan haben. Ne? Und die Erfahrungspunkte, die wir halt zum Ausprobieren ein bisschen eingesetzt haben und halt wirklich nur ein bisschen, also wir waren da jetzt nicht sehr verschwenderisch, wie ich finde. Aber dann eben trotzdem, ich habe gar nicht aufgepasst. Ich meine, es ist zuerst der und dann der andere. Nicht ganz. Ja, ja, jetzt schiebt sich das alles so. Also jetzt können wir halt darüber springen, ne? Deine Reise. Ja, sorry, ich wurde gerade getötet. Offscreen! Wir haben. Was soll ich denn tun? Wie gemein! Ja, mein Gehirn arbeitet gerade nicht richtig, oder aber mein Gehirn arbeitet gerade nicht richtig. Ja, dann eben nur den einen. Genau, aber also wie gesagt, das ist ja auch nicht die finale Version und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht die einzige bin, die diese Gefühle hat. Und deswegen ja, gehe ich schon mal davon aus, dass das mal ein bisschen angepasst wird, weil ich bin generell der Meinung, dass halt viele Punkte sind gut, ne? Aber gerade jetzt irgendwie im Kampf das System zu nehmen, also zum Lernen im Kampf das System zu nehmen, dass da hinten ist jemand Wichtiges, das System zu nehmen, das dafür sorgt, dass man dann doch nicht weit kommt, ist halt leider ein bisschen meh. Sterblicher.
Du wagst es, meine Ruhe zu stören? Bereite dich auf das Ende vor. Fragt sich nur, wessen Ende, du wurmzerfressener Fleischklops. Nein! Hör auf! Hör auf! Ah, Elendiger. Die hat mir gerade mein Schwert geklaut. Was ein Penner. Das kann sich jetzt nur um Stunden handeln. Fragt sich nur, wessen. Lauf! Interessant. Wo war jetzt nochmal mein Blitz hin? Eispfeil. Ja, kannst du auch. Nein! Pass auf! Oh, du Elendiger. Pass doch auf. Möchtest du bitte. Dankeschön. 5 Kettenblitz auf gar keinen Fall. Das ist furchtbar. Ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt noch. Achso. Möchtest du mehr Mana haben? Ja, gut, das kann. Kann ich anbieten. Eigentlich will ich, dass er halt zu uns kommt und sich in der Falle, ne? Normalerweise kann man schon relativ gut noch an ihm vorbei, stirbt nicht sofort durch das Feuer. Ja, aber gut, dann halt nicht. Ach gut. Also überhaupt nicht gut, aber dann ist es so. Ja, goody. Naja, wenigstens haben wir nicht zu viele Skelette verschwendet und sind hier weitergekommen durch einen Bug, weil das, ich weiß nicht genau, was da jetzt gerade schief lief bei ihm, aber naja. So, und er hat was Interessantes dabei, den Weltenspalter. Dies war das Schwert des untoten Orkpriesters Varakashor. Die Waffe ist im Laufe der Jahre unbrauchbar geworden. Vielleicht ist das Schwert noch auf andere Weise nützlich. Jaha! Nicht nur vielleicht. Wir haben hier unten einen sonderbaren Stein und da kann man den immer noch reinpieken. Ich finde es halt auch nicht witzig, aber interessant, dass dass die ja ihre komischen Priesterstäbe benutzen und gar nicht die Waffe. Ne? Also ich meine, ja, okay, vielleicht ist der Ork gar nicht. Ist ihm nicht wirklich bewusst, dass das halt eigentlich eine. Hoppala. Eigentlich eine Dingens ist. Das ist hier einfach kacke, wenn man in der Lage ist, Dingens zu machen. Akrobatik, dann hat man hier echt ein Problem. Kommt hier super schwer rüber. Und muss irgendwie zusehen, wie man das abpasst. Ja, entschuldige bitte! Ich kann dir gerade nicht helfen. Es tut mir leid. Schaffst du es hier wieder her, oder? Nee, natürlich nicht. Wie soll er das denn machen? Na gut. Egal. Dinge passieren hier halt. Dinge passieren hier. Hilfe, warte. Vielleicht glitscht der irgendwann nochmal hoch. Das ist ja durchaus möglich. Ah, scheiße. Ja, die haben, glaube ich, keiner von denen hat irgendwie mal was Wichtiges dabei. Heilung.
Licht. Aber hier will ich noch gar nicht hin. Aber da gehen wir gleich lang. Ja, hier scheint man auch das Bluterz abbauen zu können. Aber ich fürchte, es macht relativ wenig Sinn für uns. Weil, wie gesagt, also mit denen kann man leider keine Ulti-Waffen schmieden, wo man sich so denkt, ja geil, ey. Ein Glück habe ich diesen Skill gelernt. Oder, oh mein Gott, so viel. Das haben wir ganz am Anfang mal so ein bisschen angerechnet, ne? Oh Gott, ich hoffe, das ist hier nicht verpackt. Ich speichere lieber mehrfach. Ja! Sterblicher! Ja. Deine Reise endet hier bei mir. Erstmal schicke ich dich auf eine neue Reise, verfaultes Madenparadies. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Oh. Elendiger. Du bist einfach zu schwach für diese Welt. Komm schon! Bitte, 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 bitte! Oh Gott, ey, es ist so dumm. Wirklich, wenn man einfach nur aus... Nur weil es verbuggt, nur dann schafft man es. Das ist einfach traurig. Das ist richtig traurig. So. Nee. Licht. Kamera! Action! So. Müssen wir auch unbedingt noch mehrfach speichern, Alter. Weil you never know, was hier abgeht. So. Eigentlich ist es ja kein großes. Könntest du. Ja, also hier die Dinger. Also da oben. Die hier in der Mitte, da wo das Licht jetzt gerade rüber scheint, da soll man quasi raufschießen. Mit seinem Bogen, den ich hoffentlich... Ach ne, lag da vorhin, lag da auch einer rum. Also wir haben... Oh, wir haben sogar zwei, wir sind gut. Gut vorbereitet. Ich weiß halt gar nicht, ob du... wie du da eigentlich hinzielst, um ganz ehrlich zu sein. Aber normalerweise machst du das halt einfach. Ja, natürlich. Flupp. Eigentlich solltest du beide treffen, wenn du das irgendwie... Ja, genau. Willst du mich? Na? Hm, sieht so aus. Naja, gut. Vielleicht reicht ja auch einer. Kriegen wir raus. So, das sind wir nämlich hier schon unten. Und hier gibt es... erstmal ein schickes neues Schwert, was wir ohnehin nicht tragen können, weil mehr Stärke geht nicht. Aber eigentlich gibt es hier noch... Knüpfen. Swoop. Da hinten steht schon wieder jemand. Ist das unser zurückgekommener Typi? Also der, der uns entgegengesprungen ist quasi? Zornstahl. Ist der besser? Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Yay.
Und schon wieder ist unser Licht weg. Ich glaube, das war er. Ist ja niedlich. Naja, nach 50.000 Mal neu laden würde ich auch erwarten, dass sich das wieder regelt. Und er neu spawnen darf. Nehmen wir noch mehr Bluterz. Ja, ist schon schade, ne? Dass das nichts bringt. Es wäre halt schön. Also ich meine, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das alles noch richtig geil wird, wenn die das richtig updaten und so und ein bisschen besser balancen. Aber das ist hier, also an sich ist, ne, wie gesagt, von der Grundidee ganz, ganz toll. Ganz toll. Aber in der Praxis, ne? Upsala. Das mag ich hier gar nicht. Na, hier sieht man halt auch immer schon, ne, was halt gezeigt mit diesen Wandmalereien. Immer schießen auf das Dings. Da hängt schon wieder jemand fest. Na? Kann ich den eigentlich? Reichweite ist natürlich enorm, ne? Das ist echt eine tolle Sache. Was wir das hier aufgemacht haben, ist sowieso übermorgen, aber das heißt ja erstmal nichts. Den da hinten triffst du aber nicht, ja? Kannst du den denn anschießen? Nö, auch das nicht. Okay. Swoop, swoop. Nee, warte. Licht wollte ich. Licht, bitte. So, und das nächste müsste hier drin irgendwo sein. Ich glaube halt genau über diesem Eingang. Ich weiß das aber nicht mehr hundertprozentig. Das ist schon alles so lange her. Da hinten. Ganz vorsichtig daran. Ja. Hey, hey, hey. Ist die Falle jetzt wirklich beseitigt? Ich bin jetzt total unsicher. Also jetzt neben uns mehr oder weniger fährt jetzt eine Wand runter, aber das sieht doch wow, 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 wow. Das ist hier sehr interessant. Kann ich schon mal rauf? Ich kann sagen, heute noch? Meine Güte! Macht er das da auf? Oder auch nicht? Oder auch nicht? Den Raum hasse ich.
man kann hier drin theoretisch gegen so viele Dämonen kämpfen, wie man mag. Weil immer dann, wenn man es falsch macht, kommt ein neuer Dämon herbeigeflattert. Und das... Weiß ich nicht, ob das gepatcht wurde. Das ist auf jeden Fall nicht mein Ziel, weil ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir gar nicht in der Lage sind, die überhaupt zu töten. Aber ja, das machen wir dann auch beim nächsten Mal. Ich habe auch schon wieder kein Licht mehr, ne? Wisst ihr Bescheid? Ich mache mal einmal Licht noch bitte mit dem Rest. Dankeschön. Und dann wird halt hier wieder dran gedreht in der richtigen Reihenfolge. Dann geht das Türchen da hinten auf. Dann sind wir wieder ein Stückchen weiter. Das machen wir beim nächsten Mal. Also morgen. Ja, also bis dahin. Ciao.